Ja, schönen guten Abend, langsam wird es doch einfach peinlich. 1982 Goethe-Preis an Ernst Jünger, Nazi-Ideologe. 1998 große Rede, Auschwitz-Keule, Martin Walser in der Paulskirche. 2021 Jasbir Pua, bekannte Judenhasserin, Attentate sind Kunstwerke. Im Städel, Roger Waters in der Festhalle in diesem Jahr und Burschenschaffler fast auch. Der Staat, der Magistrat kennt Menschen und Demokratiefeinde einfach nicht. Er macht mit denen Verträge und achtet nicht drauf, obwohl es wirklich gute Mitarbeiter in der Stadtverwaltung gibt, wenn der Magistrat sich nur mal qualifizieren ließe von diesen Menschen, die es da gibt. Jetzt die Burschenschaftler. Die Burschenschaftler wurden nicht etwa rausgeschmissen, da gibt es nichts zu feiern, sondern sie haben reagiert auf etwas, was nur eine Kompensation für politische Unfähigkeit ist, nämlich weil man es vorher nicht geschafft hat, politisch Leute wie diese draußen zu halten, kompensiert man jetzt, indem man sich undemokratische Methoden ausdenkt, die dann weitreichende politische, gesellschaftliche Folgen haben, nämlich Teilnehmerinnenlisten. Ich hätte gerne Teilnehmerlisten von Jünger und von Walser und von anderen, aber ich weiß ja ungefähr, wer da war und wer da an der falschen Stelle gejubelt hat. Das heißt, die Statuten von 1994, die müssen ersetzt werden, aber nicht nach den Kriterien des Geheimdienstes, der sich immer geschickterweise den Namen Verfassungsschutz nach dem Krieg gegeben hat, nicht nach diesen Kriterien, nach den Kriterien. Ökolinks war 2001 in Hessen im Verfassungsschutz, nur weil wir in den Römer gewählt worden sind. Also das hier ist auch schon eine irgendwie undemokratische Tat, sondern der Magistrat muss jetzt die eigene Unfähigkeit dadurch überwinden, dass er lernt, sich mit Rassismus und Antisemitismus so auseinanderzusetzen, dass er begreift, um was es da geht, dass er solche wie die genannten Leute nicht mehr einlädt, sondern Kriterien schafft, mit denen ein Statut inhaltlich begründet, Antisemiten, Antisemitinnen, Rassistinnen und Rassisten nicht mehr in Frankfurt in die Paulskirche oder in Orte wie die Festhalle einlädt. Dann braucht es auch keine undemokratischen Teilnehmerlisten. Es reicht, wenn man weiß, wer der Veranstalter ist, wenn man ihn einschätzen kann. Diese Hilflosigkeit ist wirklich peinlich mit anzusehen. Es ist fast zum Fremdschämen. Und man kann sich angucken, wer ist Referent oder Preisträger, aber die haben Sie ja alle immer selber eingeladen. So, gucken Sie in den Spiegel, setzen sich zusammen, lassen sich von Ihren guten Leuten qualifizieren, von denen wir einige kennen, und begreifen Sie, um was es geht, und verhindern Sie künftig mit einem politisch begründeten Statut, dass Menschenfeinde nicht mehr an die genannten Orte gehen dürfen. Vielen Dank.